Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe zur Chemie sind wir bei der 14. Vorlesung angekommen und heute werden wir uns, nachdem wir uns mit den Alkanen befasst haben, mit den nächsthöheren Gruppen, den Alkenen und den Alkinen befassen. Und dabei gehen wir vor, dass wir zunächst das Allgemeine klären, ehe wir uns mit der Nomenklatur und den Eigenschaften befassen. Ab dann beginnt so quasi die Trennung in die zwei Gruppen. Wir schauen uns die Darstellung von Alkenen und dann die Darstellung von Alkinen an. Ihr werdet sehen, man kann das relativ ähnlich darstellen immer. Dann kommt die Reaktion der Alkene und dann die Reaktion der Alkine. Und zuletzt dann die sogenannte elektrophile Addition, eine Reaktion, die so für Alkene als auch Alkine typisch ist, aber die, ja, ich sag mal, eine gewisse Selektivität hat. Und deswegen habe ich hier mal dargestellt, die Alkene versus die Alkine bei diesem Punkt, um das nochmal genau und deutlich herauszuarbeiten. Okay, fangen wir einfach an. Und zwar mit den allgemeinen Sachen. Grundsätzlich lässt sich sagen, Alkene und Alkine sind sich in ihren grundlegenden Eigenschaften sehr ähnlich. Deshalb gilt Folgendes: Das Verbindungssuffix der Alkene, sprich die Endung, die Namensendung der Nomenklatur, ist en und bei den Alkinen in. Die allgemeine Formel, wenn nur eine Mehrfachbindung existiert und es nicht zyklisch ist, müssen wir eigentlich noch sagen, ist CnH2n und bei den Alkinen CnH2n-2. Ganz klar haben wir eine Doppelbindung drin, fehlen halt zwei Hs, haben wir zwei Doppelbindungen, also eine Dreifachbindung hier in dem Fall drin. Und dann fehlen 3 mal 2 Hs, 2 mal 2 Hs macht 4 Hs. Die ausführliche Darstellung sieht wie folgt aus, hier an dem Beispiel Buten und Butin, wobei man genau sagen muss But2en, But2in, denn die Zahlen der Bezeichnung gibt halt an, wo sich die Doppelbindung befindet, wobei immer das C gezählt wird, wo die Doppelbindung beginnt und nicht wo diese aufhört, wie man hier auch sieht. Das wäre But3en und But3in, obwohl durch Spiegelsymmetrie in dem Fall wäre es egal. Ja, hier sieht man es auch gut bei den Alkenen, da fehlen halt dann an den Cs mit den Doppelbindungen jeweils ein H und bei den Alkinen fehlen natürlich dann beide Hs, ganz klar. Denn die C haben ja quasi nur 4 Valenz- oder Außenelektronen und die sind dann hier voll vergeben durch die Mehrfachbindungen. So, die verkürzte Darstellung sieht dann wie folgt aus: Ca3CH, CHCA3 oder für unser But2in CH3C, Dreifachbindung C, CH3. Die Strichdarstellung ist genau wie wir es von Alkan kennen und halt die Mehrfachbindung wird halt mit einem weiteren Strich einfach dargestellt. Hs wie immer werden weggelassen und Cs sind, ja, ich sage mal immer die Ende der Punkte einer jeweiligen Linie, bevor die einen Knick macht. Gut, damit kommen wir auch schon zur Nomenklatur. Und wie man sich denken kann, Alkene und Alkine sind ja bis auf die Mehrfachbindung den Alkanen sehr ähnlich. Daher befolgt die Benennung ebenso wie die bei den Alkanen. Wer das nicht hat, da möchte ich auf die Vorlesung Chemie 12 und Chemie 13 verweisen. Da ist das alles ausführlich behandelt. Das kann ich hier nicht nochmal abarbeiten. Das wird dann zu umfangreich. Und der Unterschied ist halt, dass Alkane halt mit dem Verbindungssuffix an enden. Bei den Alkenen dann halt en und bei den Alkenen in. Wenn die Benennung nicht eindeutig ist, weil es mehrere Stellen geben kann, an denen die Mehrfachbindung sich befindet, wie wir es gerade bei But2en hätten oder But2in, dann wird vor dem Suffix die Position als Zahl angeführt, wo die Mehrfachbindung beginnt. Drittens, die Bindungsposition hat Priorität vor jener vor Substituenten bei Vergabe der Position. Sehr wichtige Regel, merken. So, schauen wir uns das mal an. Nehmen wir das Beispiel Ethen, das ist einfach, ja, ich sag mal zwei Doppel- oder also eine Doppelbindung zwischen zwei Cs und bei den Alkinen ist eine Dreifachbindung zwischen den zwei Cs. Bei Pent-1-En oder sagen wir bei den Pentenen, gibt ja mehrere, da sind halt verschiedene Positionen möglich von der Doppelbindung. Die Bezeichnung Penten wäre also ungenau. Daher müssen wir, je nachdem, wo sich die Doppelbindung befindet, eine entsprechende Zahl einfügen. Haben wir hier in dem Fall Pent-1-En oder bei den Alkinen Pent-1-In, dann ist halt die Mehrfachbindung zwischen 1. und 2. C. Und bei Pent-2-En oder 2-In, dann halt zwischen 2. und 3. C. Hier sehen wir ein gutes Beispiel dafür,
dass von, ich sag mal, Zählen her die Position der Mehrfachbindung Vorrang hat. Wäre es ein Alkan, hätten wir natürlich jetzt einfach gesagt, ja, okay, das ist Chlorpenten, Pentan. Oder, und dadurch, dass wir eine Mehrfachbindung haben, ist quasi das Chlor an die letzte mögliche Stelle gerückt und die Mehrfachbindung an die zweite Stelle. Deswegen heißt es beim Alkan 5-Chlor-Pent-2-En und beim Alkin 5-Chlor-Pent-2-In. Viertens. Gibt es mehrere Mehrfachbindungen, werden entsprechend die griechischen Vorsilben vor das Verbindungssuffix gestellt, wie ihr das auch von den Halogenalkanen mit den Halogenen kennt, Dichlor oder Tribrom und so weiter. Und fünftens haben die zyklische Verbindung, also Ringe, dann geht die Bindung der Kreise vor, wie wir das in der Vorlesung Chemie 13 Alkane gelernt haben. Danach allerdings gelten die hier vorgestellten Regeln. Bei den Alkenen hätten wir zum Beispiel hier in dem Fall eine Doppelbindung von 1 zu 2 und von 3 zu 4 an der fünften Position wäre Chlor. Das wäre also 5-Chlor-Pent-1-3-Dien. Bei den Alkinen wäre das entsprechend bei demselben Strukturmittel nur mit Dreifachbindungen 5-Chlor-Pent-1-3-Dien. Haben wir hier Zyklen, machen wir gleich beide auf, die sind ja fast identisch. Dann sehen wir hier haben wir quasi ein Bizyklo, also zwei Zyklen. Wir müssten zwei Schnitte machen, um daraus eine gerade Verbindung herzustellen. Nach der Benennung der Ringe benennen wir halt den, also zählen wir zuerst den großen Ring entlang, dann je nach den kleineren und die Brücke dazwischen ist die letzte Position hier. Besteht also insgesamt aus nur den C-Atomen, deswegen Non. Bizyklo, weil es zwei Zyklen sind, und dann von den Zahlen her sehen wir, zwischen Position 2 und 3 ist die Doppelbindung, das heißt die Dreifachbindung. Deswegen, die haben die höchste Nummer bekommen, wir haben nicht untenrum gezählt, wie wenn es ein Alkanenring wäre. Deswegen hat das Chlor hier auch die Position 5 bekommen. Und damit ist das für das Alken 5-Chlor-Bicyclo-4-2-1-Non-2-En. Beziehungsweise bei den Alkinen hinten dann statt 2-En halt 2-In durch die Dreifachbindung. Gut, so viel dazu. Regel 6 beinhaltet eine Verbindung verschiedener Mehrfachbindungen. Es werden zunächst die Positionen nach den höchsten Mehrfachbindungen vergeben. Das heißt, sie erhalten den niedrigsten Lokantensatz. Siebtens, verzweigt sich die Verbindung, ist jene die Hauptkette, welche über die meisten Mehrfachbindungen verfügt. Schauen wir uns das für sechstens erstmal dann an. Ist jetzt ja quasi gemischt. Wir haben hier also zwei Dreifachbindungen und eine Doppelbindung. Dann hängen noch zwei Chlors dran. Jetzt die Frage, wie rum müssen wir zählen? Ja, die Position halt mit den höchsten Mehrfachbindungen müssen wir erstmal vergeben werden und den niedrigsten Lokantensatz erhalten. Das heißt, wir müssen von rechts zählen, sagen zwischen 2 und 3 und 6 und 7 haben wir zwei Dreifachbindungen und zwischen 4 und 5 eine Doppelbindung. Das heißt, an den Atomen 1 und 4, an den Kohlenstoffatomen, hängt jeweils ein Chlor. Das wäre in dem Fall 1, 4, Dichlor-Non, 4, En, 2, 6, Diin. In hinten, Dreifachbindung, ist die höchste reaktive Gruppe, daher ist das Verbindungssuffix. Ganz hinten. Und für siebtens, wenn wir eine Verzweigung dabei haben, müssen wir erstmal wieder die Hauptkette bestimmen. Das ist dann die mit den meisten Mehrfachbindungen. So, und jetzt kommt es halt darauf an, wie wir schauen. Wir haben ja quasi unten zwei Doppelbindungen und im geraden Strang haben wir eine Doppelbindung in der Mitte, wo es sich verzweigt, und eine Dreifachbindung zweimal rechts davon. Und jetzt muss man halt schauen, ja, wie muss jetzt hier die Benennung erfolgen? Ist natürlich nicht ganz so einfach, aber weil wir können von links zählen und hätten drei Mehrfachbindungen, könnten von rechts nach unten dann zählen, hätten auch drei Mehrfachbindungen. Und genau das machen wir auch. Denn es muss ja quasi den niedrigsten Lokantensatz besitzen. Und daher der niedrigste Lokantensatz ist halt, wenn wir von rechts zählen. Damit ist die Verbindung 1 Chlor. Jetzt kommt der ganze Rest. An Stelle 4 ist, Klammer auf, Pentyl 1 En, Klammer zu, weil es an der ersten Position wäre. Hept 5, 6 Dien 2 En. Damit haben wir dann quasi jetzt auch die Verbindung bestimmt, weil sie halt dann, ja, wie heißt das richtig? Genau, die meisten Mehrverbindungen hat. Die Dreifachbindung ist halt die höchste und wichtigste.
Deswegen muss die abgegangen werden zuerst. Und dann wird geschaut, wo sind die nächstmeisten Doppelbindungen. Und diese führen dann halt nach unten. So, Nomenklatur ist immer eine tolle Sache, auch zum Üben. Daher meine Aufgabe an euch. Links sollte man bitte die dargestellten Verbindungen benennen, die Alkene und Alkine. Und rechts oder zweitens habe ich den Namen vorgegeben und ihr sollt die entsprechenden passenden dazu zeichnen. Wie immer pausiere ich an der Stelle und würde vorschlagen, ihr pausiert auch. Ich springe natürlich jetzt dann gleich weiter und lasse das Video weiterlaufen. Und wenn ihr die Lösung dann notiert habt, vergleichen wir am besten, was ihr habt, und dann dürfte alles gut gehen. Und bis dahin sage ich viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. 1a muss ja logischerweise nach unten die Hauptverbindung sein, weil da die Mehrfachbindung ist. Danach geht es ja nach der Kettenlänge, weil der Rest alles Einfachbindungen sind. Das heißt, wir müssen von links zählen, nach unten abzweigen. Das rechts an Position 3 ist dann die Abzweigung. Und denkt dran, wir müssen auch von unten zählen, weil die Mehrfachbindung die niedrigste Position haben muss. Das heißt, der ganze Rest wird zuerst hier benannt, weil der Substituent ist. Das ist 3, Klammer auf, 2, Fluorethyl, Klammer zu, nun, wegen 9 C-Atomen in der Hauptkette, 1-En, weil halt die Teilverbindung an erster Stelle ist. Bei B haben wir einen Bicyclo. Das war halt ein bisschen schwer. Wir mussten natürlich, klar, es war einfach zu erkennen, wo der Cyclo ist, und das rechts auszweigende unten rechts an Position 4 hier in der Methylgruppe, das war auch klar. Aber wir mussten wirklich von oben an Beginn zu zählen und nach rechts gehen, damit die Doppelbindung dort die niedrigste Position hat. Und dann hat natürlich dann links 8 und 9 ist dann die Doppelbindung in dem zweiten Ring, sage ich mal. Das heißt, wir haben hier 4 Methyl, Bicyclo. Jetzt sehen wir die Kettenlänge, 4 C-Atome beim einen, 4 C-Atome beim anderen, keine bei der Brücke, Deck, weil es aus 10 C-Atomen zusammen besteht, 2 und 8, das sind die Positionen, wo die Doppelbindung beginnt, die, weil es 2 sind, En, weil es ein Alkene ist mit Doppelbindungen. So, bei zweitens war es genau andersrum, da hatte ich euch gegeben 7, 9, Dichlor, 5 Ethyl, 2, 6, 6, Trimethyl, Non, 2, En. Also klang erstmal kompliziert. Man muss es ja quasi rückwärts lesen. Wir haben Nonen, also erstmal auf jeden Fall 9 C-Atome. An der Position 2 bis 3 muss eine Doppelbindung sein, wegen En. Ja, den Rest zeichnet man einfach dran. Man weiß ja dann, wo die Position ist. Zählt einfach nach rechts. An 7 und 9 hängen wir jeweils ein Chlor dran. An 5 eine Methylgruppe. Und dann in Position 2 und dann 2 mal der 6 jeweils eine Methylgruppe. Schon haben wir es. B war 4 Hexyl 1 4 Dien und Deck 5 10 Dien 2 In. Ja, das war eine tolle Sache. Hier mussten wir wieder schauen, durch die Dreifachbindung mussten wir halt oben anfangen zu zählen. Und ja, dann hatten wir die Doppelbindungen, wo dann geschaut werden musste, in welche Richtung gehen wir. Und da das untere die längere Kette bildet, und beide zwei Doppelbindungen haben, mussten wir nach unten gehen. Und ja, damit hatten wir quasi die Hauptkette mit 11 bestimmt, das Undeck-En theoretisch. Also wir müssen natürlich jetzt noch Position benennen, haben wir gemacht, an 5 und 10 Dien, weil da Doppelbindung, 2 In. Und jetzt mussten wir noch den ganzen Rest benennen, 4, weil es an der vierten Position von der Hauptkette beginnt. Und dann einfach die Bezeichnung Hexyl. Einfach Hex, weil 6 und Öl ist eine Restendung, 1, 4, Dien. Und ja, das war's dann. Kommen wir damit zum Thema Eigenschaften. Alkene und Alkine sind die Eigenschaften sehr ähnlich, deswegen handle ich die hier zusammen. Von Ethen und Ethin bis Butin und Butin, also von C2 bis C4, sind sie bei Raumtemperatur und Normaldruck gasförmig. Dann beginnt ab Penten oder Pentin, also C5, bis Pentadeken oder Dekin, also C15, sind sie bei Raumtemperatur und Normaldruck flüssig. Logischerweise ab Hexadeken oder Dekin, also ab C16, sind sie bei Raumtemperatur und Normaldruck fest,
was logisch sein musste dann. In Wasser sind sie schwer löslich, das wird hydrophob genannt. Verbrennungen erfolgen mit rußender Flamme. Und die Mehrfachbindungen sind sehr reaktiv, wobei die Dreifachbindung stabiler als die Doppelbindung ist. Daher reagieren Alkene eher als Alkine. Damit sind wir bei viertens, der Darstellung von Alkenen. Und hier müssen wir zuerst festhalten, als ersten Punkt sozusagen, aus Alkinen können durch Addition von Wasserstoff, der sogenannten Hydrierung, Alkene gewonnen werden. Wobei die Reste sich immer in die Cis-Position anordnen, ihr erinnert euch, Cis, Z zusammen an derselben Stelle oder Trans, beziehungsweise E für entgegen, wenn sie auf verschiedenen Positionen stehen, also sich voneinander wegdrehen. Zur Reaktion wird Palladium als Katalysator, also als ein Stoff, der der Reaktion die Reaktion erst ermöglicht, obwohl er selbst gar nicht mitreagiert, ermöglicht. Und Calciumcarbonat als Trägerstoff verwendet. Und Trägerstoff, das ist halt ein Stoff, der die Reaktion zwar begünstigt, da er die Anlagerung und die Verteilung von ermöglicht und damit Kinetik und Dynamik die Reaktion erhöht, aber selbst quasi auch nicht wirklich reagiert. So, mal allgemein dargestellt, hier haben wir ein Alkin, dann addieren wir Wasserstoff dran, wir hydrieren mittels Palladium und Calciumcarbonat und dann haben wir das entsprechende Alken und die Reste haben sich hier in der Cis-Position, also an derselben Seite, angelagert. Problem: Mit weiterem Wasserstoff reagiert es weiter zum Alkan. Das heißt, wenn man nicht genau die Portionierung macht, hat man halt dann eher Alkane raus als Alkene, weil halt die Alkene reaktiver sind. Und dann hätten wir dann halt hier das entsprechende Alkan. Das wollen wir nicht. Darum gibt es eine Lösung. Es wird zusätzlich noch Blei-2-Acetat, also PbCH3COO in Klammern zweimal, hinzugesetzt. Das verhindert die weitere Reaktion. Es ist ein sogenanntes Katalysatorgift. Es vergiftet unseren Katalysator, indem es verhindert, dass es weiter reagiert. Und der gesamte vergiftete Katalysator hier aus Palladium, Calciumcarbonat und dem Blei-2-Acetat ist der vergiftete Lindlar-Katalysator, so wird er genannt. Und der führt halt dazu, dass die Reaktion beim Alken stehen bleibt und nicht weiter zum Alkan reagiert. Zweiter Weg der Darstellung ist aus Alkohol. Damit lässt sich nämlich durch Zugabe von Schwefelsäure H2SO4 oder der Phosphorsäure H3PO4 unter Erhitzen Wasser abspalten. Das ist eine sogenannte Dehydration, weil Wasser abgespalten wird und das ist eine Form der Elimination, einfach weil was verloren geht. Also verloren bitte nicht wörtlich nehmen, es ist natürlich noch da, ist halt nur nicht mehr gebunden. Ja, hier sehen wir den Bindungsumbau. Vom OH klappt die Bindung rum. Die Bindung vom H geht zum OH, damit haben wir H2O, das wird abgespalten und es verbleibt dann natürlich noch das Alken als Rest. Es werden zunächst die OH-Gruppen an tertiären, dann sekundären und zuletzt an den primären C-Atomen abgespalten, also zuerst an den C-Atomen, die die meisten Mehrverbindungen zu anderen Cs haben, bis hin zum C mit den wenigsten Verbindungen zu anderen C-Atomen. Zudem wird das H-Atom von dem Nachbar-C-Atom abgespalten, was die wenigsten H-Atome hat. Das ist wichtig, damit wir hier diese Selektivität auch wirklich kennenlernen. Als Beispiel hier mal 2-Methylhexan-2,5-Diol reagiert in zwei Schritten zu 2-Methylhexan-2,4-Dien. Wie ich sagte, zuerst wird die OH-Gruppe an den Tertiären abgespalten und es wird das H-Atom von dem Nachbar-C-Atom genommen, was die wenigsten hat. Wir haben hier zwei Methylgruppen hängen, die haben CH3, also die meisten, aber da ist dann noch aus der Hauptkette das C mit nur einem weiteren, also eigentlich mit zwei weiteren Hs, aber ein H nimmt sich davon. Deswegen klappen die Bindungen entsprechend so um, Wasser wird abgespalten und wir haben hier dann schon mal die erste Doppelbindung geschaffen. Dann reagiert natürlich noch die zweite Alkoholgruppe und auch hier wird natürlich wieder das H von der Mitte genommen und es entsteht dann halt das Produkt 2-Methyl-Hexa-2,4-Dien. Drittens, aus Halogenalkan lässt sich durch Zugabe von Basen wie Natriumhydroxid, Wasserstoff und das entsprechende Halogen abspalten. Auch das ist eine Elimination, halt eine Abspaltung. Wird hier Dehydrohalogenierung genannt. Ja, sehr einfach. Es wird halt einmal Wasser und ein Halogen abgespalten.
das kann man auch genauer benennen. Ist das Halogenhalbchlor, wird es Dehydrochlorierung, bei Fluor Dehydrofluorierung und so weiter genannt. Allgemein sieht man hier quasi dieselbe Reaktion. Das H verbindet sich mit den Halogenen. Vom Halogen klappt die Verbindung zur Hauptkette um, wird zur Doppelbindung und es wird dann abgespalten, wobei ein Alkin entsteht. Auch hier gilt, es werden zunächst die Halogengruppen an tertiären, dann sekundären, dann primären C-Atomen abgespalten, wie beim Alkohol. Und das H-Atom auch von Nachbar-C-Atomen, was die wenigsten hat. Quasi hier noch dasselbe Beispiel, was ich gerade hatte. Das OH ist nur mit Chlor ersetzt. Wir haben also hier statt dem Alkohol 2,5-Dichlor, 2-Methylhexan, das zu 2-Methylhexa-2,4-Dien wird. Die Reaktionsschritte sind quasi ganz genau dieselben, wie ihr seht. 4. Aus Dihalogenalkanen, bei denen sich die Halogene an zwei benachbarten C-Atomen befinden, lässt sich durch Zugang von Zink- und Alkohollösung das entsprechende Alkene durch Abspaltung der Halogene herstellen. Eine Dehalogenierung, weil einfach nur zwei Halogene als Gas aufgespalten werden. Ja, Reaktion dieselbe. Das eine Halogen verbindet sich mit dem anderen. Die Bindung von den anderen Halogen klappt um in die Hauptkette und wird zur Doppelbindung. Und es entsteht das Alken. Ein weiterer Weg, fünftens, ist, dass ein Alkan auch unter hohen Temperaturen und unter Verwendung von dem Katalysator Selen, Chloranil, Nitrobenzol, Wasserstoffatome abgeben kann und damit dann zum Alken oder Alkin dehydriert wird. Ja, ihr seht, hier wird quasi Wasserstoff abgespalten mit diesen Selen oder halt Chloranil oder Nitrobenzol, allerdings immer mit Temperaturzugabe und es entsteht natürlich dann ein Alken. Nachdem wir jetzt Alkene hergestellt haben, also dargestellt haben, dann synthetisieren wir nun Alkine. Und Ethin kann in zwei Schritten aus Calciumoxid und Kohlenstoff synthetisiert werden. Klappt nebenbei nur bei Ethin, bei den höheren ist das schwer. A. Über eine Redoxreaktion bei Raumtemperatur reagiert Calciumoxid und Kohlenstoff, der teilweise oxidiert und teilweise reduziert wird, zu Calciumcarbid und Kohlenstoffmonoxid. Er ist hier also sowohl Oxidations- als auch Reduktionsmittel. Genial. Und ihr seht, hier entsteht dann halt CaC2 plus CO. Und das reagiert dann weiter mit Wasser zu Ethin und Calciumhydroxid. Es entsteht dann halt aus CaC2 plus 2H2O, CaOH in Klammern 2 mal, plus ja, Ethin. Zweitens, die Pyrolyse. Wird Methan Temperaturen von über 1500 Grad Celsius ausgesetzt, kommt es zu Bindungsbrüchen und danach zu einer Reformierung, das heißt eine neue Zusammensetzung. Dabei entsteht Ethin und Wasserstoff. Warum klappt das? Naja, die Entropie nimmt zu, aus zwei Molekülen werden vier und daher ist das eine chemisch begünstigte Reaktion. So, das heißt, zweimal Methan reagiert zu dreimal Wasserstoff plus Ethin. Die Entropie, also die Unordnung im System, wie man so schön sagt, oder besser gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine energieärmere oder energieärmere Verbindung entstehen hindurch, dass das Chaos zunimmt, weil von 2 zu 4 ist höher und daher klappt diese Reaktion. Drittens, aus Halogenalkan lässt sich durch Zugabe von Basen wie Natriumhydroxid, Wasserstoff und das entsprechende Halogen abspalten. Ja, das hatten wir doch gerade bei dem Alkan zu Alken. Es geht auch natürlich von Alken zu Alkin. Reaktion ist dieselbe. Es entsteht dann halt das Alkin und Wasserstoff und das Halogen als Rest. Damit kommen wir auch schon zu den Reaktionen der Alkene. Erstens, die photochemische Konformationsumkehrung. Klingt kompliziert, ist extrem einfach. Das bedeutet einfach nur, wir setzen ein Alken UV-Licht aus und damit tut sich Cis- und Transbindungen umkehren. Seht ihr hier dargestellt, hier ist einfach zwei verschiedene Substituenten dran. Meinetwegen beginnen wir links in der Transform und UV-Licht wird zur Cis-Form oder wir sind halt rechts bei der Cis-Form, machen UV-Licht und es wird dann links zur Transform. Das lässt sich damit umkehren. Zweitens, katalytische Hydrierung. Ja, mittels Palladium oder Platin lässt sich Wasserstoff an die Doppelbindung binden, eine sogenannte Addition, und ein Alkan entsteht. Das sehen wir hier,
einfach Wasserstoff dazu mit dem entsprechenden Katalysator, haben wir einen Alkan. Drittens, die Lieblingsreaktion der Alkene und auch der Alkine, die elektrophile Addition. Witz ist, das umfasst eigentlich viele Reaktionen, ist also eigentlich eine Reaktionsgruppe, die im Nachfolgenden dargestellt werden. Der Name beruht halt darauf, dass der Reaktionspartner ein Stoff ist, der elektrophil ist, also Elektron in Anführungszeichen mag, und die Reaktion einleitet, indem er ein Elektron anzieht. Und da der Stoff sich an die Doppelbindung bindet, handelt es sich natürlich um eine Addition. Werden verschiedene Teile des Stoffes, wie zum Beispiel H+ und Ba- von HBr gebunden, dann gilt die sogenannte Markovnikov-Regel. Ausnahme, Addition nahe Säuregruppe, radikalische Addition und Hydroborierung, da gilt das nicht. Und ja, die Markovnikov-Regel besagt eigentlich, das Wasserstoffatom bindet sich an das C-Atom mit den meisten Wasserstoffatomen und der Rest an das C mit den wenigsten. Fangen wir mit der ersten elektrophilen Addition an, der Ozonolyse. Mit Ozon, also O3, reagieren Alkene zu Ozoniden, da sich das Ozon an die Doppelbindung bindet. Hier brauchen wir die Markovnikov-Regel auch nicht beachten, nicht wichtig in dem Fall. Aber bei der Oxidation mit Kaliumpermanganat, KMnO4 und Wasser, da ergeben sich dann Diole. Sehen wir hier, ist etwas komplizierter, brauchen dreimal unser Alkene, zweimal Kaliumpermanganat und viermal Wasser und haben dann dreimal ein Diol raus, also ein zweifaches Alkohol, das machen wir später genau, zweimal MnO2 und 2 KOH als Rest. Zeit C, die Oxidation mit Luftsauerstoff und Silber als Katalysator ergeben sogenannte Epoxide, werden wir auch später genau behandeln. Jetzt müssen wir uns nur merken, das O, also eins der O's vom Sauerstoff, bindet sich an die Doppelbindung jeweils, die klappen quasi dazu um. Und das zweite O geht dann halt an ein zweites Alkene ran. Und das ist dann diese Verbindung hier, die einigermaßen lustig aussieht. Das sind sogenannte Epoxide. 3D, die Oxidation in wässriger Phase mit Eisen-2-Chlorid und Palladium-2-Chlorid als Katalysator ergeben Aldehyde. Das bedeutet Stoffe, die eine Doppelbindung zum O am Ende haben, oder auch Alkanone, das dann, wenn der Stoff eine Doppelbindung zu O hat, und zwar aber das mitten in der Kette, der C-Kette liegt. Und hier entsteht das Anti-Markovnikov-Produkt. Es gilt also nicht die Regel nach Markovnikov, sondern das genaue Gegenteil. Es wird sich dann nicht an das C binden mit den wenigsten Wasserstoffatomen, sondern das C mit den meisten Wasserstoffatomen, also hier bei uns mal gesehen am linken und nicht am rechten, sehen wir auch, da entsteht halt dann das Alkanon, das Keton. Ja, und nicht etwa, was organisch sterisch möglich wäre, auch von Bindungsanzahl nicht, an der zweiten Position, weiter hätten wir ein fünfbindiges C-Atom. E, eigentlich müsste doch da genau, E. Addition von Schwefelsäure zu einer Alkylschwefelsäure, auch eine sehr interessante Reaktion. Es entsteht das Markovnikov-Produkt, in dem das H sich an das C-Atom mit dem meisten H bindet und der HSO4-Rest an das C mit den wenigsten H-Atomen. Das sehen wir hier auch dargestellt. Die Verbindung geht halt dann dahin, dass das H sich oben hin bindet zu den C mit den wenigen und der ganze Rest sich dann unten hinbindet und wir diese Verbindung hier raus haben, die sogenannte Alkylschwefelsäure. F. Addition von Halogensäuren zu Halogenalkan. Auch hier entsteht das Markovnikov-Produkt, in dem das H sich an das C-Atom mit den meisten bindet und der Halogenrest an das C mit den wenigsten H-Atomen. Brauche ich, denke ich, auch nicht weiter erläutern. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt bekannt. G. Addition von Brom oder Chlor zu Dibrom oder Dichloralkan. Fluor reagiert zu heftig, deswegen wird es nicht verwendet. Jod reagiert nicht, deswegen kann es nicht verwendet werden. Die Markovnikov-Regel spielt hier natürlich keine Rolle, da es hier ja sowieso egal ist, welches der Halogenatome sich bindet, es sind ja eh identische. Viertens, weg von der elektrophilen Addition zur Polymerisation. Und zwar wird mittels hohen Druck und oder hohen Temperaturen und oder Aluminium oder Titan als Katalysator, das variiert halt je nach dem E-Dukt und dem gewünschten Produkt,
Damit reagiert das Alkene mit sich selbst zu einer extrem langen Alkankette, bis alle Edukte verbraucht sind. Sie wird also quasi unendlich lang. Sie kann natürlich reißen und so weiter, aber in der Theorie kann sie unendlich lang sein. Daher wird der Begriff Poly vor den Eduktnamen geschrieben, um das Produkt zu beschreiben. Also hier zum Beispiel, N heißt quasi beliebig viele bis zu unendlich. Dann sehen wir hier, das ist halt ein Alken. Und mittels hoher Temperatur, Druck, Aluminium, Titan, bindet es sich selbst an sich selbst jeweils und es entsteht damit eine lange Kette. Die Klammer hier heißt das und das N dann dran, dass sich das halt so viel holt, wie wir N hatten. Und ja, ihr seht halt, die Doppelbindung klappt einerseits zu dem Alken, das vor ihm gelagert ist, um. Und der andere Punkt der Doppelbindung zu erkennen, was nachgelagert ist. Und damit haben wir dann schon eine lange Kette erzeugt. Die sogenannte Polymerisation. Kennen wir viele solche Stoffe, werden wir verwenden. PVC, Polyvinylchlorid zum Beispiel. Polypropylen. Also ihr seht, da gibt es ganz viele. Gut, jetzt schauen wir uns die Alkine an, wie die reagieren. Das erste ist Titrierung zu Alkan mittels Katalysator oder Alken mittels vergifteten Lindler-Katalysator. Ja, das kommt uns aus Folie 11 bekannt vor bei der Darstellung von Alken. Also, hier habe ich es einfach nochmal kopiert, brauche ich nicht noch genau sagen. Wir sehen ja auch, dass die Alkine dann entsprechend reagieren können. Hat mich schon behandelt, ist nochmal dasselbe. Deswegen gehen wir gleich weiter zu zweitens. In Ammoniak mit Alkalimetallen bilden sich Alkalialkynylide. Ich liebe dieses Wort. Ich habe ganz lange versucht, das mal richtig auszusprechen. Irgendwann klappt es dann mal. Das ist dann eine Substitution. Sehen wir hier auch eine Anlagerung quasi an den Punkt. Drittens. In Wasser mit Silber oder Kupfer einsalzen bilden sich Schwermetallalkynylide. Das ist eine Substitution, die im trockenen Zustand hochexplosiv ist. Wer das testen möchte, möge es bitte lassen oder nur unter sicheren Bedingungen mit erfahrener Anleitung machen. Das Zeug ist so hochexplosiv, man sagt, es reicht mit einer Feder drüber zu streichen. Ich habe es noch nicht versucht. Ich habe mal gesehen, wie ein kleines bisschen, ich glaube das waren 3 Gramm, hochgegangen sind in einem Video. Wer sieht, wie wenig das war und was das für einen Knall gemacht hat, kann sie nur erahnen, was bei hohen Mengen und unkontrollierter oder falscher Behandlung da alles schief gehen kann. Ihr seht, das Silber oder das Kupfer können sich dann halt dann da anlagern. Viertens, auch Alkine gehen elektrophile Additionen ein, habe ich ja anfangs schon gesagt. Sowohl Alkine als auch Alkine sind da reaktionsfreudig. Da wäre zuerst die Halogenierung als Form der elektrophilen Addition. Das heißt die Addition von Brom oder Chlor zu Transtribrom oder Transdichloralkan mit Eisen-3-Chlorid als Katalysator. Also X ist hier Brom oder Chlor. Wir denken dran, Fluor reagiert zu aggressiv. Jod reagiert nicht und es entsteht halt immer das Transprodukt, in dem sich das dann quasi die beiden anlagern. 4W, die Hydrohalogenierung. Hier wird halt Brom oder Chlor addiert und einmal Wasserstoff. Dazu braucht man eigentlich nicht viel, man muss es einfach nur vorlegen. Achtens, hier wird spannend, elektrophile Addition, Alkene versus Alkine. Wenn beide ja die Reaktion eingehen, ist die Frage, wie sieht das aus halt bei gemischten Sachen? Da das Zwischenprodukt der elektrophilen Addition der Alkene, das Alkylkation, das hier in Rot dargestellt, stabiler ist als das Vinylkation der Alkene, hier in Blau, daher gehen die Alkene eher elektrophile Addition ein als die Alkine. Die Alkine sind also, was erstmal widersprüchlich erscheint, da sie ja quasi eine Mehrfachbindung mehr haben, stabiler als die Alkene. Und daher reagieren sie schlechter bzw. langsamer. Das bedeutet, bei der elektrophilen Addition kommt es daher zuerst an eine Anlagerung an die Kohlenstoffatome mit der Doppelbindung statt mit der Dreifachbindung. Und hier ist auch auf die Markovnikov-Regel zu achten. Und das ermöglicht dadurch nämlich die selektive Herstellung von Halogenalkin. Denn wenn ich hier die richtige Menge vorlege und kontrolliert arbeite, kann ich die Dreifachbindung beibehalten, aber trotzdem noch ein Halogen anlagern, wie ich das hier in dem Fall gemacht habe. Und nach der Regel nach Markovnikov lagert sich hier das Halogen in meinem Fall unten an die Acetone mit der Methylgruppe an und das Wasserstoff einfach nur an die Hauptkette.
ohne dass die Dreifachbindung angegriffen wird. Okay, jetzt sollt ihr das mal alles, was ich hier vorgestellt habe, ein bisschen üben und wiederholen. Ich habe uns einige schöne Übungen hier erstellt, mit der Bitte, dies zu lösen. Die wären teilweise auch schwer zum Ende hin, muss ich gestehen. Ihr wisst ja, ihr kennt meine Farbkennung. Grün sollte eigentlich auf jeden Fall gehen. Gelb ist dann schon Anwendung, könnte ein bisschen schwer werden, sollte auch gehen. Rot muss man sich nicht schämen, wenn man das nicht schafft. Das ist schwer und staubeteuflisch, habe ich hier nicht eingebaut. Allerdings ist es manchmal ein bisschen schwer zu bewerten, was rot und was teuflisch ist. Aber gut, ihr kennt das Vorgehen, pausiert das Video an dieser Stelle. Versucht die Aufgaben selbst dann zu lösen, denn nur so festigt sich das Thema Elaboration. Habe ich nicht behandelt, muss ich irgendwann ein Video drüber machen, finde ich nämlich ganz spannend. Egal, wie gesagt, ich springe natürlich jetzt schon zur Lösung und dann vergleichen wir. Ich wünsche euch allen viel Erfolg und hoffe, dass ihr wirklich vielleicht sogar alles schafft. Das wäre natürlich ganz toll. Das Rüstzeug dazu habt ihr theoretisch, aber ich gebe zu, die letzten sind wirklich schwer. Von daher, viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Erstens, ja, hier hatte ich euch das 2-Methylpent-1-En vorgegeben und gefragt, welche Produkte entstehen denn, wenn wir das mit verschiedenen Sachen reagieren lassen. Ja, lassen Sie mir mit Chlor reagieren, dann gilt die Markovnikov-Regel zwar nicht, spielt auch keine Rolle, denn wir haben ja nur eine Möglichkeit, es kommt einfach zur Addition der beiden Halogenatome. Reagiert es mit Wasserstoff und als Katalysator Platin oder Palladium, ja, kommt es einfach nur zur Addition. Die Doppelbindung löst sich halt dadurch auf, dass halt die Außenelektronen sich dann halt mit dem Wasserstoff verbinden. An der Luft mit Sauerstoff kommt es zu einem relativ interessanten Produkt, das Epoxid. Das sehen wir hier dargestellt. Die Doppelbindung einfach klappt dann jeweils die Valenz- oder Außenelektronen zu 1O um. Wenn man es ausgleichen wollte, müssen wir halt zweimal unser E-Duck nehmen und hat dann zweimal das Produkt raus. Tja, wie sieht es aus, wenn wir nochmal Sauerstoff nehmen, allerdings im Wasser und dazu noch als Katalysatoren Eisen-2-Chlorid und Palladium-2-Chlorid? Ja, dann entsteht ja das Keton oder Alkanon, beziehungsweise in dem Fall hier das Aldehyd, weil es ja außen liegt. Und ja, das wäre dann hier unser entsprechendes Produkt. Gut, auch zweitens sollte gut zu machen sein. Selbe Aufgabe, ich hatte nur ein Alkin vorgegeben, das 4-Methylhex-2-In. Und lassen wir das unter den Katalysator Palladium und Calciumcarbonat mit Wasserstoff reagieren. Tut es halt, oder tut klingt schlecht, das reagiert es halt vollständig zum Alkan und es bleibt halt dann Methylhexan über. Also 2-Methyl, nee, das wäre dann trotzdem 1, 2, 3-Methylhexan wäre es dann, genau, wir müssen ja dann schon rechts zählen. Ja, nehmen wir nicht nur Palladium und Calciumcarbonat, sondern auch noch unseren schönen Blei, unser schönes Blei dazu. Dann haben wir hier den vergifteten Lindlar-Katalysator. Bleiacetat, ich kam nicht drauf. Dann haben wir den vergifteten Lindlar-Katalysator und die Reaktion bleibt beim Alkin stehen und wir hätten dann das 4-Methyl-Hex-2-En. Ja, mit Brom kommt es einfach zur Addition, es entsteht halt dann das entsprechende Produkt. Und mit Natrium, Ammoniak und Abspaltung von Wasserstoff kommen halt theoretisch zwei Produkte raus, es entsteht zur Hälfte halt einmal das Natrium an der Stelle nach oben, also an der dritten Position von links gezählt oder an der zweiten Position von links gezählt. Beides 50-50, kommt gleichmäßig raus. Ja, das war vielleicht ein bisschen tricky, das letzte. Aber es muss ja so sein, anders geht's nicht. Und ja, damit sind wir mit zweitens fertig. Drittens war jetzt spannend, das seht schon gelb. Die Frage ist, welches Produkt ergibt folgende Reaktion und wie heißt dieses berühmte Produkt eigentlich? Da musste man nachschlagen, wenn man nicht drauf kam. Und wie heißt der Reaktionsorgan oder Reaktionstyp? Also ich glaube, was jeder gesehen hat, ist, dass es eine Polymerisation ist.
Und wahrscheinlich, wenn man aufpasst hat, sah man auch, welches Produkt natürlich, also durch das Produkt, was da rauskam, was das sein könnte. Ja, muss schauen. Poly ist klasse, viele. So, ist ein Alkyl, das heißt, theoretisch ist es ein Vinylrest. So, und unten hängt ein Chlor noch dran. Das heißt, wir haben Poly, viele Vinyls und Chloride. Polyvinylchlorid, PVC. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Weiß nicht, ob ihr das alle rausbekommen habt. Ich denke mal, das Produkt, ja klar, ne? Aber den Namen wusste ich jetzt nicht, ob man das sofort herleiten kann. Ist halt doch wirklich mit der Bezeichnung dort nicht ganz einfach. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und jetzt bei 24 ist es richtig schwer. Hier sollte das Folienreaktionsschema ergänzt werden und alle Reaktionstypen, sowie die Zwischenprodukte als auch das Endprodukt benannt werden. Und hier kann man sich leicht verhaspeln. Das sind aber typische, ich sag mal, Prüfungsaufgaben. Und die erste Frage ist natürlich, womit beginnen wir hier? Wir müssen natürlich von links zählen. Ja, an der zweiten Stelle ist Brom, also 2 Brom. An der fünften Stelle ist Methyl. Und es sind 6 C-Atome, also Hex an der ersten Stelle En und 4 O. Wenn man das jetzt nicht richtig hatte, ist nicht schlimm. Wir hatten Alkohol noch nicht behandelt, wer jetzt das En hinten gestellt hat und das OL an die andere, also davor, der nicht, der jetzt quasi Hex 4 O 1 En hat, wäre nicht schlimm. Das ist zwar nicht IUPAC-technisch korrekt, aber das habe ich euch noch nicht beigebracht, von daher wäre es okay. Aber so wäre es richtig. Das konnte man jetzt nicht ganz richtig haben. Das muss man wissen, daher auch Brot. Aber ich brauchte halt eine OH-Gruppe, damit wir weiter reagieren können. So, und jetzt geben wir dazu Natriumhydroxid und es wird HBr abgespalten. Also Bromwasserstoff. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Dehydroborierung, eine Elimination. Und wenn wir das eliminieren, dann geht die Doppelbindung quasi ja verloren. Das wird abgespalten, das äußere H und das Br. Und es entsteht dann das Alkin, was dann 5-Methyl, Hex 1-In, 4-Ol ist. Ja, nun geben wir H2SO4 oder H3PO4 hinzu unter hoher Temperatur und spalten Wasser ab. Das ist dann natürlich eine Dehydration, eine Eliminationsart. Ja, wir spalten natürlich damit die OH-Gruppe ab und das Wasserstoffatom am höchst substituierten C, also das mit dem wenigsten Wasserstoffatom, das ist dann quasi das an der fünften Position und haben damit ein Alkin und Alken in einer Verbindung drin, aber die IN-Benennung bleibt weiterhin höher. Es bleibt also 5-Methyl-Hex-4-En, aber 1-In müssen wir halt hinten dran hängen, weil es halt die höchste ist. Und das OL, das Alkohol ist weg, daher ist die funktionelle Gruppe weg und es bleibt bei der Benennung. Gut, jetzt soll es mit HCl reagieren. Es kann sich hierbei ja nur um eine Hydrochlorierung, also eine elektrophile Addition, handeln. Und wenn wir nachdenken, wegen der Selektivität, es reagiert zuerst die Doppelbindung und nach der Regel nach Markovnikov bindet sich das Chlor an das tertiäre C hier, also an das höchst substituierte, an das mit den wenigsten H's und das H an dem mit den meisten H's. Und deswegen kommt raus 5-Chlor-5-Methyl-Hex-1-In. Die Aufgabe war halt relativ schwer, das ist eindeutig Prüfungsniveau hier, weil man kann sich hier erstens schnell verhaspeln, zweitens muss man mehr oder weniger alle Reaktionstypen jetzt quasi, sag ich mal, so im Kopf gehabt haben, die wir behandelt haben und das auch noch entsprechend alles benennen können und zeichnen. Wer das geschafft hat, Respekt, die Vorlesung hast du wunderbar gemeistert. Für alle anderen nicht ärgern, das war wie gesagt sehr schwer, Prüfungsniveau. Dass das beim ersten Mal alles perfekt sitzt, nachdem man sich nur einmal die Vorlesung hier angehört hat, ist nicht 100% garantiert, weil es halt so komplex ist. Ja, und damit sind wir mit dem Thema Alkene und Alkine durch und gehen dann später in Chemie 15 weiter in die anderen organischen Gruppen rein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich als nächstes mache. Entweder wirklich die Halogenalkane nochmal als eigene Gruppe oder ich gehe direkt schon zu den Alkoholen, Säuren, wo dann natürlich dann aber auch mit dran hängen die Ester und Ether. Muss ich mal schauen, was ich da mache. Ah ja, Säureanhydride würden auch noch automatisch dazugehören. Also wie gesagt, ich schaue mal, wie ich es mache. Ich hoffe auf jeden Fall, es war für euch interessant.
Wer Anregungen oder Kritik hat, gerne natürlich auch Lob. Das ist wirklich sehr motivierend, kann sich natürlich gerne in den Kommentaren oder auch per E-Mail melden. Und bis dann, sage ich, ich wünsche euch viel Glück, habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!